Was ist Suchmaschinenoptimierung? Wie funktioniert es? Wie lange dauert es? Und wie viel kostet es? All diese Fragen werde ich dir in diesem Video erklären. Ich wünsche dir viel Spaß. Mein Name ist Sebastian Braska. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur It Helps. Wir sind eine Google-Agentur, also wir haben uns auf die Themen Suchmaschinenoptimierung, Google AdWords, Webseiten und Webshops fokussiert und können so perfekt über dieses Thema reden. Was ist SEO? SEO steht für Search Engine Optimization und heißt auf kurz Suchmaschinenoptimierung. Im deutschsprachigen Raum oder europäischen Räumen spricht man tendenziell eigentlich nur von der Google-Optimierung, weil einfach der Marktanteil der Google-Suchmaschine einfach einer der größten ist. Genau, was ist jetzt Suchmaschinenoptimierung, wenn wir uns die Google-Suche anschauen? Hier am Schirm seht ihr, ich habe jetzt eingegeben, SEO-Agentur Wien. Also hier oben ist die Werbung, die ist hier nicht gemeint in diesem Video. Hier unten ist die Google My Business, das ist auch hier nicht gemeint. Videos zu den zwei Bereichen habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Worum es uns geht, ist hier gefunden zu werden. Nein, doch. Hier in diesem organischen Raum. Wie entscheidet Google, wer jetzt oben ist und wer nicht oben ist? Das erste Ranking-Kriterium für Google und auch die Geburtsstunde von Google war die Idee, umso mehr Webseiten eine Website verlinkt, umso wichtiger muss die sein. Gell? Das war der Ursprungsidee, ein Kriterium mehr oder weniger. Und wie man sich denken kann, ist das natürlich hoch manipulativ. Deswegen hat Google sozusagen von Monat und Jahr zu Jahr immer intelligentere Überprüfungen sich überlegt, wann ein Google-Ergebnis oben sein soll und wann eben nicht oder beziehungsweise an welcher Position welches Ergebnis sein soll. Fakt ist, Suchmaschinenoptimierung, jeder oder viele Firmen und Blogs und Plattformen möchten ja auf Platz 1, 2 oder 3 kommen, aber nur wenige schaffen es dorthin. Und das macht das ganze Ding natürlich sehr schwierig. Google hat ein Interesse und das muss man verstehen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Wenn man das versteht, versteht man die ganze Suchmaschine. Google hat einen sehr großen Marktanteil. Google AdWords ist einer der Haupteinnahmen vom gesamten Google-Konzern. Das heißt, umso mehr Menschen Google verwenden und die Google AdWords-Werbung sehen, umso mehr Umsatz heißt das für sie. So, jetzt haben sie folgendes Problem. Sie müssen diesen Marktanteil, diesen Dominanten, ausbauen oder behalten. Deswegen sind die auf der normalen Suche wahnsinnig bedacht darauf, dass das, wie soll ich sagen, dass man dem Suchenden immer das beste Ergebnis liefert. Weil würde die Google-Suche uns schlechte Ergebnisse liefern, dann würden wir sie ja nicht so viel verwenden. Heißt Umsatzeinbuße im Google Ads. Somit muss Google schauen, uns immer das perfekte Ergebnis zu liefern, uns End-End-Anwendern. Und deswegen ist das wahnsinnig schwer, hier gute Positionen zu bekommen, weil wir müssen das beste Ergebnis werden. Und das ist tatsächlich so. Es gibt jetzt auch von einem lieben SEO-Kollegen ein neues Buch, heute entdeckt, Why Me? Also, wieso ich? Wieso solltest du auf Platz 1 kommen? Was machst du besser? Warum du? Und das ist eine sehr interessante Frage, die er beleuchtet. Wir müssen in der Google-Optimierung müssen wir immer das beste Ergebnis werden und da müssen einfach wahnsinnig viele Bereiche zusammenspielen. Aus dem einen Ranking-Kriterium früher, das heißt Backlinks, sind mittlerweile über 240 geworden, plus eine KI, also RankBrain, also wahnsinnig komplex, somit eben auch ein sehr, sehr großes Thema. Wenn dich alle Google-Kriterien interessieren, unten habe ich dir einen Blogartikel verlinkt, wo wir versucht haben, alle 240 Kriterien in einem Blogartikel aufzulisten. Also wer sich da mal durchschauen will, herzlich gerne. Wie entscheidet Google, wer oben ist? 240 Kriterien, eine KI und am Ende des Tages der User, wie zufrieden er mit den Ergebnissen ist. Google macht andauernd Minitests und schaut sich einfach an, okay, wenn ich jetzt die Webseite von It Helps, vom Sebastian, auf den Platz 1 gebe und das mit dem jetzigen Platz 1 tausche, wie viele Leute klicken dorthin, wie lange bleiben die Leute auf der Website, wie zufrieden sind sie und so, Verweildauer. Und wenn die Leute auf meiner Webseite super happy sind, im Vergleich zum jetzigen Platz 1 werde ich bleiben, wenn nicht, werde ich wieder runterrutschen.
Und so testet Google andauernd, was ist das bessere Ergebnis. Thema SEO, aus meiner Sicht vier Bereiche, die wichtig sind zu verstehen. Wir müssen im Bereich Technik arbeiten. Typische Beispiele sind Ladezeiten oder so Dinge, super gut funktionieren. Das Thema Inhalte, wie gut ist deine Webseitenstruktur, wie gut sind deine Texte oben, deine Bilder, Videos, was auch immer. Riesige Themen. Da geht es nicht um irgendwo Text, irgendwo ein Keyword irgendwie hinzuschreiben. SEO ist auch nicht irgendwo im Hintergrund ganz versteckt, irgendwo ein Hebel oder irgendeine Option zu aktivieren, sondern ich sage eigentlich, SEO ist immer sichtbares Verändern der Website oder dem Webshop. Dritter Bereich, Thema Backlinks, wie viele Seiten verlinken auf mich, noch immer ein wichtiges Kriterium. Und das Thema 4 ist einfach das Beobachten der User-Signale, also einfach wie zufrieden sind Leute auf meiner Webseite, weil dann fallen diese ganzen Argumente weg, wie wir schreiben Texte nur für Google oder wir bauen nur Seiten auf für Google und solche Sachen, die sind eigentlich Blödsinn, wenn es diesen vierten Bereich der User-Signale gibt. Wir machen immer alles für den End-User, der auf deine Website kommt. Was kostet Suchmaschinenoptimierung? Natürlich oft gefragt, wenn wir natürlich eine Anfrage kriegen. Wir sagen, unter 8 Stunden pro Monat zu arbeiten, macht es keinen Sinn. Suchmaschinenoptimierung braucht so zwischen 50 und 500 Arbeitsstunden. 8 Stunden Schritte pro Monat machen Sinn, dorthin zu arbeiten. Also ihr seht schon, bei manchen Kunden arbeiten wir 3-4 Monate, alles ist cool. Bei manchen Bereichen arbeiten wir Jahre. Wir schaffen da tolle Erfolge. Aber ist ja immer davon abhängig, wie viele Suchbegriffe in Österreich, in Deutschland, in nur Städte. Das Maß regelt wahnsinnig den Preis oder bestimmt ihn. Plus natürlich das Thema, wie lange gibt es dich schon am Markt? Bist du schon eine Brand, den jeder kennt? Gibt es deine Firma schon seit 17 Jahren? Gibt es die Website schon ewig? Wie sichtbar ist die Website? Von wo starten wir denn überhaupt weg? Ist die Website noch nie sichtbar gewesen? Oder ist sie schon wahnsinnig gut und wir müssen wirklich nur mehr Feinheiten abarbeiten? Bei manchen Projekten beginnen wir von null praktisch. Und das dauert Jahre aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass eine neue Domäne, also ist auch bewiesen, dass neue Domänen, neuer Firmenname, da ist keine Brand da, keiner sucht nach dir, keiner verlinkt deine Website. Warum sollte ich dich ranken? Wäre ich Google, würde ich dich auch nicht ranken, warum auch? Das braucht einfach Zeit. Wie lange dauert SEO? Auch abhängig davon, wie lange gibt es dein Unternehmen schon? Wie lange gibt es die Website schon? Grundsätzlich solltest du SEO-Projekte Jahre verstehen. Das ständige Arbeiten daran, das immer auszubauen. Aber es braucht schon 6 bis 9 Monate in meiner Erfahrung. Außer du hast jetzt du investierst jetzt 200 Stunden in einem Monat und da kommt eine Armee. Wir haben viele Leute natürlich, die unterstützen können. Und du hast vielleicht viele intern. Und man sagt, 1-2 Monate rattern wir das Ding runter, keine Ahnung, wie viel Hebel das wäre, haben wir noch nie gehabt, das Szenario. Grundsätzlich dauert das viele, viele Monate und Jahre. Aber abhängig davon, wo du bist, hast du super viele Rankings auf Seite 2, ist alles perfekt, kann ich dir in 1-2 Monaten wahnsinnige Hebel präsentieren und kann das Projekt zeigen aus, wow, super, super viel Traffic. Wenn du einfach null Traffic hast, Website ist schlecht, bla bla bla, muss ich sehr viel Basic-Arbeit erst machen, damit wir überhaupt die Chance haben, gefunden zu werden. Also wie lange dauert SEO? Ganz klar, mehrere Monate bis Jahre. Kalkuliere auf jeden Fall als Unternehmer, das jahrelang aus meiner Sicht zu investieren. Hat nichts mit Vertragsdauer zu tun. Unsere Verträge sind 3 Monate. Du kannst fast jederzeit kündigen. Das hat damit nichts zu tun, sondern einfach SEO ist ein Thema, das du eben langfristig und immer wieder tust oder dauerhaft tust. Internes Team mit einer Agentur oder beides in Kombination. Wir coachen dich. Aber das ist ein Ding, das wachsen muss. Wenn dir das Thema Suchmaschinenoptimierung, wenn dich das interessiert, wenn wir dir zeigen sollen, wie viel Potenzial in dir steckt, wo du gerade stehst mit deiner Website, dann können wir das gerne für dich in einem Gespräch erörtern. Schreibt es mich gerne an. Sonst freue ich mich auf eure Fragen und Kommentare zu dem Thema. Was sind eure Erfahrungen mit SEO? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte teile das Video. Ich danke dir und ich freue mich, dich bald wiederzusehen.